Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind für unseren Bikeurlaub 8 Tage nach Trautenau gefahren und sind wie immer mal auf die Trutnov Trails gegangen. Ich zeige euch hier jetzt mal so ein bisschen einen Trail, von dem wir bis jetzt noch nicht so viel gezeigt haben, der zum Teil ein bisschen erneuert worden ist und ja, guckt euch einfach mal an. Wir hatten auf jeden Fall in dieser Woche richtig viel Spaß und einen Teil davon seht ihr hier schon mal. Ja. Ach ja, und dann kommen wir zur Whistlers, so nennt man hier diese Steinformation. Dort gibt es 2 Lines. Ist es wahr? Ich will erst mal gucken. Eine schwere und eine leichte. Und hier das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. Lore hat sich dann an der schweren Leine probiert, die es wirklich in sich hat. Das sieht man vielleicht im Video nicht ganz so, aber manche Abschnitte gehen senkrecht runter. Aber es wurde mit jedem Versuch besser.
Du darfst hier nicht. Ich habe schon wieder die Eier geklemmt, Alter. Du darfst nicht links von der Wurzel kommen. Ja. Oh, meine Eier, Digga. Ja, Eierquetscher, die vierte. So. Dann bei einem Versuch hat er sich in eine etwas ungünstige Situation gebracht. Wie geht es weiter? A, er crasht. B, er hilft sich selber. Oder C, der Vater hilft. Ja. Yeah. Geil. Super. Und das Ganze auch noch einmal von unten. Ja? Einfach cool bleiben. Es ist auch trocken. Das war immer uncool. Das ist so eine geile Sektion, ey. Ich habe mich dann auch mal wieder an dieser Stelle hier probiert, aber irgendwie komme ich dann nicht um beide Kurven rum. Muss ich mir irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Stelle. Wird schon mal noch klappen. Oh. Das ist
Das sind Kurven. Das ist ein geiler Trail, ey. Das ist doch geil, oder? Ach ja, da war da ja noch unsere Unterkunft. Die wollte ich euch auch mal zeigen. Echt schön. Geräumig. Wir hatten genug Platz. Wie man sieht, liegt jetzt überall Zeug von uns rum, aber na, passt schon ganz gut. Dann hatten wir das Schlafzimmer. Mit allem, was dazugehört. Erstaunlicherweise Steckdosen ohne Ende. Kleines Radio mit Fernseher. Dann gibt es da noch eine kleine Toilette. Und natürlich auch das Badezimmer. Ja, das zu unserer Unterkunft. So, hier gibt es einen neuen Trail, der aber irgendwie noch keinen Namen hat. Ist ein roter. Allerdings hat es mal wieder viel geregnet und der ganze Trail ist nass. Das heißt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich weiß, dass hier am Anfang viele Treppen kommen. Schauen wir mal, wie gut die klappen, wenn das jetzt nass ist. Also versuchen wir unser Glück. So, dann versuchen wir das Ganze mal im Nassen. Na, gucken wir mal. Zu kleiner Gang. So, auf diesem Trail weiß ich jetzt schon, wird das immer mal auch bergauf gehen. Und ich denke, es macht mehr Sinn, alles zu filmen, was dann irgendwann runtergeht. Ist das geil. Ist das geil hier auf den nassen Wurzeln. Wow, das Ganze ist so rutschig. Jawohl. Ja. Wenn man noch nicht weiß, was kommt. Thank you.
Ja, bitte. Na, das haben wir da auch noch mitgenommen. Und jetzt darf es gleich wieder bergauf gehen, da wir schon wieder an den Gleisen angekommen sind. Hast du gedacht? Ja. Cool, schönes Stück. Wenn man es kennt, und hier geht es wieder hoch, wenn man es kennt, und das ist trocken, macht das, denke ich mal, richtig Laune. Fast verkackt hier. Die Kurve war wohl mal nix. So, da sind wir auch am Ende von dem Video angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst, ich freue mich immer über ein Like und über einen Kommentar. Wen das jetzt interessiert hat, fahrt echt mal hin. Die Trails da sind absolut irre. Und ich sag mal, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.